Hi, ich bin Paul Löser und ein echtes Landei. Ich bin geboren und aufgewachsen in der schönen sächsischen Schweiz, im tiefsten ländlichen Raum. Dieser ist nicht nur Teil vieler Sonntagsreden, sondern auch mit etlichen Klischees behaftet. Rechts, abgehängt, naja, und vielleicht noch pendelnde Landschaften. Aber in Wirklichkeit sind ländliche Räume viel mehr. Regionen, in denen die Energiewende aktiv gestaltet wird und sich gleichzeitig gegen sie widerstandende Bürgerinitiativen formiert. In denen so viele zivilgesellschaftliche Initiativen in den letzten Jahren entstanden sind, sich jedoch auch die AfD von Wahlerfolg zu Wahlerfolg hangelt. In denen es die blühenden Landschaften tatsächlich gibt und dennoch oft das Gefühl des Abgehängtseins überwiegt. In diesem Spannungsverhältnis habe ich in den letzten 5 Jahren im Sebnitzer Stadtrat Politik gemacht und lieben gelernt. Deshalb bin ich auch seit fast 2 Jahren sehr gern Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Ländliche Räume. Ja, die politischen Verhältnisse dort machen es nicht einfach und vergnügungssteuerpflichtig. Und dennoch komme ich zu dieser plattklingenden Konsequenz, ländliche Räume sind Chancenräume, in denen wir etwas verändern können und auch müssen. Flächendeckende Gesundheitsversorgung, kurze Wege zu Schulen und Kitas, Busse, die auch noch nach 18 Uhr aufs Dorf fahren, Nahversorger, die erreichbar sind und eine starke Zivilgesellschaft vor Ort. Das braucht es einfach fürs gute Leben und dafür möchte ich mich im nächsten Landtag einsetzen. Mein kommunalpolitisches Engagement ist auch immer ein Spagat zwischen meinen Studienorten Dresden und meiner Heimat Sebnitz, bei der ich die verschleppte Verkehrswende immer wieder am eigenen Leib spüre. Als junger Mensch im ländlichen Raum ohne eigenem Auto bin ich auch im Jahr 2024 noch ziemlich aufgeschmissen. Deshalb liegt mir eine sächsische Mobilitätsgarantie so am Herzen, die uns abends auch ganz ohne Auto nach Hause bringt, bei der uns Oma auch am Wochenende besuchen kann und bei der wir nicht stundenlang auf den nächsten Zug warten müssen. Die notwendigen Werkzeuge für die Mobilitätswende haben wir, von Rufbussen über Carsharing bis hin zu sicheren Radwegen. Wir müssen sie nur endlich in die Fläche bringen. Mein Lehramtsstudium, welches dieses Jahr mit dem ersten Staatsexamen abschließe, war nicht nur geprägt von Algebra und politischer Systemlehre, sondern auch von ganz spannenden Szenen. Mein Verfassungsrechtsprofessor bezeichnet letztens unsere Kommunen als Keimzellen der Demokratie. Wie treffend. Doch wie gehen wir mit ihnen um? Das CDU-Finanzministerium lässt sie auch trotz vieler Hilferufe weiterhin chronisch unterfinanziert. In vielen kommunalen Haushaltsverhandlungen geht es immer mehr um das, was alles nicht geht, als um das, was tatsächlich umgesetzt werden kann. Das ist kein Problem mehr einzelner Kommunen, sondern zu einem strukturellen Problem geworden. Deshalb will ich mich im Landtag für starke, gut finanzierte Kommunen einsetzen. Diese haben genügend Geld für Schulen und Kitas, für Spielplätze und Jugendclubs, für Schwimmbäder und Museen, sowie für kommunalen Klimaschutz und ein starkes Ehrenamt. Damit schaffen wir nicht nur das gute Leben vor Ort, sondern stärken auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unserer Demokratie. Genau darauf kommt es in diesem Jahr so sehr an. Ich habe richtig Lust dafür zu kämpfen, unser schönes Bundesland nicht den Faschisten zu überlassen. Deshalb bin ich um euer Vertrauen und eure Unterstützung für den Platz 10 auf der Landesliste. Für starke Kommunen, attraktive ländliche Räume und eine Mobilität, die wirklich alle ans Ziel bringt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne hier. Macht's gut!